Alles wird neu bei ERF Medien. Wände müssen weichen, eine grosse Stege soll Stockwerke und Abteilungen verbinden. Und das alles, während das Team normal weiterarbeitet. Und sogar noch neue Projekte stemmt. Unter anderem ein völlig neues Programm für Radio Live Channel. Arbeiten auf der Baustelle, eine grosse Herausforderung für alle Mitarbeitenden. Das Jahr 2023 ist ein historisches Jahr für ERF Medien. Wir haben Räume, die aus den 90er Jahren stammen. Die haben gute Dienste geleistet über viele Jahre. Aber die Art und Weise, wie man in den Medien arbeitet, hat sich heute total verändert. Heute arbeiten wir bereichsübergreifend, multimediale, wechselnde Projektteams. Und das stört die Wände und das stört auch die zwei isolierten Stöcke, die wir haben. Da haben wir einfach gemerkt, jetzt müssen wir etwas Grundsätzliches ändern, dass wir wieder gut zusammenarbeiten können und dass wir voneinander wissen, an was wir arbeiten. Heute ist es so, dass man wie aus dem Haus raus muss, in einen anderen Stock, in den Lift runter. Man kommt fast in eine andere Firma rein. Und genau das wollen wir in dem Sinn wirklich anders gestalten in Zukunft. Wir sind 5 Jahre am Planen und mittlerweile sind wir 4 Wochen am Umbauen. Da haben wir die Phase 1 und wir haben jetzt wirklich praktisch alles gelernt. Die erste Woche haben sie Rückbau gemacht, die Wände rausgenommen, den Boden geschliffen. Wir wollen einfach aufgestellt sein, dass wir auch als Medienhaus am Morgen können wirklich coole Arbeit machen für unsere Leute, die die Botschaft von Jesus Christus hören wollen, in der Sprache von heute. Das können wir machen, indem wir eine Stege machen, eine Verbindung zwischen den Leuten, die zusammenarbeiten wollen. Und darum gibt es morgen eine Probebohrung. Die Bohrung ist eine der grossen Herausforderungen des Umbau. Weil erst dann finden wir heraus, ob es noch Probleme gibt wegen der Statik. Genaue Pläne dazu gibt es nämlich nicht. Es geht fast alles gut. Fast. Oh oh, mir hört es schon ein bisschen plätschern. Kein gutes Zeichen. Scheibe. Ein Loch. Also, die Aufgabe eines Projektleiters ist am Morgen auf die Baustelle kommen, schauen, was läuft. Und heute läuft etwas. Es hat mir Wasserdruck gebraucht, geht nicht planmäßig. Kommt schon wieder gut. Wir sind es am Beheben. Wasser ist halt immer, das gibt es halt dann. Aber ich glaube, auf Sendung hätte er immer können sein. Und jetzt ist das noch im Rohbau. Das wird jetzt dann in ein paar Tagen bereits verkleidet sein und die Stegen als verbindendes Element eingefügt. Natürlich, oder, das ist immer diskutiert worden, es sind Spendengelder, man versucht den ganzen Haushalt umzugehen. Gleich aber will man eigentlich ein Umfeld gestalten, das einfach adäquat ist. Wir wollen schöne Sachen machen, qualitativ hochwertige Räume gestalten, egal jetzt, was das monetär innen ist. Ja, das haben wir lange überlegt, auch nachdem das letzte Jahr finanziell von den allgemeinen Finanzen ein bisschen herausfordernd war, nicht ganz so schlecht geändert hat, wie wir befürchtet haben, aber trotzdem, es hat nicht ganz gelangt. Da haben wir auch einmal darüber diskutiert. Sollen wir es jetzt noch einmal ums Jahr verschieben? Was wäre es auf der sicheren Seite? Zuerst noch mehr Geld sammeln und erst dann, wenn wir es haben. Und wir haben einfach den Eindruck gehabt, nein, wir haben es jetzt mehrmals verschoben und wir haben auch, ja, so mutmachende Zeichen bekommen. Jemand von einem Unterstützer, der gesagt hat, ich gebe 400.000 Franken an das Projekt an, das 1,5 Millionen kostet. Und wir haben einfach den Eindruck gehabt, es ist jetzt dran. Ich habe schon gefunden, dass es Bauchweh gemacht hat. Man weiss ja nicht, ob die Leute ein Verständnis haben, für wieso dass wir umbauen müssen. Und ich meine, für uns ist es jetzt wie auch klar, dass sich die Medienwelt weiterentwickelt. Aber der, der ja vielleicht das Geld gibt, ist der auch so in diesen Themen drin? Oder können wir ihm die Themen so gut erklären, dass er versteht, wieso dass wir umbauen müssen? Und haben dann aber schnell auch gemerkt, dass die Leute sich auch einfach mega freuen, mal uns persönlich zu sehen oder mit uns auch über ERF-Medien zu reden, was alles so gegangen ist und was wir vielleicht in Zukunft so planen. Und sind dort eigentlich auf sehr viel Wohlwollen gestossen. Wir sind eigentlich sehr positiv überrascht. Es sind bis jetzt rund 925'000 Franken eingegangen oder fix versprochen von den 1,5 Millionen, also zusätzliche Spenden, die Leute uns geben, nicht jetzt für das normale Budget, sondern spezifisch jetzt für das Umbauprojekt. Finanzen, ein grosses Thema in spendenbasierten Unternehmen.
Eine andere grosse Herausforderung, Büros umbauen und gleich noch alles weiter produzieren. Viel baut man ja etwas Neues, schließt am alten Ort ab und zieht dann am Tag X in das neue Gebäude ein. Und wir haben halt das alles parallel gemacht. Also wir haben im gleichen Gebäude, wie wir umgebaut haben, in der gleichen Räumlichkeit, haben wir noch versucht zu arbeiten. Wir haben alle paar Wochen müssen die Arbeitsplätze zügeln in einem Bereich, der schon fertig ist oder wo der FLA, wo jetzt neu umgebaut wird. Und das war schon sehr anstrengend. Wenn man am Morgen ins Büro kommt und gemeint hat, man täge heute raus, weil morgen gezügelt wird, und dann geht es jetzt so aus, wie ich es euch gerade zeige, dann stummt man ein bisschen. Tada! Also, ich weiss nicht, wo meine Sachen sind, wo ich heute ausgeholt habe. Irgendjemand hat das in meinen Abend gemacht. Home Studio. Wir machen viel Wind um nichts. In Folge Umbau. Ja, yeah, no. Im Tag rein hat man einfach zum Teil schon Hürden gehabt. Und, umso schöner war es dann, wo man so vor der Sommerferien so in die neuen Räumlichkeiten einziehen konnte. Gehen wir mal schauen. Cool. Man denkt vorher da überall die Wände drinnen, oder? Ja, sieht man recht mal ein Stück. Zum Teil schon. Ja, da. Das sind die Wände. Ja. Cool. Was wir hier im Moment haben, sind praktisch alles eingerichtete Arbeitsplätze für 16 Mitarbeiter. Gestern war fast Full House. Während der erste Teil sozusagen fertig umgebaut ist, geht es an anderen Orten erst richtig los. Die grössten Herausforderungen sind, dass die Handwerker auch im Orchester zeitlich zu ihrem Einsatz kommen und die anderen nicht stören, wenn sie etwas machen. Die Bauarbeiter müssen ja auch irgendwann arbeiten und das klopft und das hämmert. Und dann haben sie einen Bodendurchbruch gemacht, wo sie tonnenweise Beton rausgeschnitten haben. Das ist einfach unglaublich laut. Und haben wir uns so können mit dem Architekt verständigen, dass ab dem Nachmittag um 12:30 der Flut geschafft werden und vorher nicht. Das heisst, Live-Programm bei Radio Live Channel gibt es eben bis am Mittag und nachher gibt es kein Live-Programm mehr. Aber dort kommt es uns entgegen, oder? Weil wir nicht mehr live sind, können die auch laut sein. Und darum, das passt jetzt gerade super. Also es verschafft uns auch Zeit, oder? Wir haben das ein bisschen weniger am Tag, wo wir produzieren müssen und haben ein bisschen mehr Zeit zum Planen. Die andere Seite ist natürlich wirklich, wir haben zwei parallele Baustellen. Wir bauen das Podcast-Portfolio auf. Wir haben bis jetzt auch Tags gehabt, aber bis jetzt war das so, dass die meisten Ressourcen von unserem Team sind das Tagesprogramm. Und Tags haben wir ja schon auch am Abend, aber das hat man halt, wenn man noch dazugekommen ist, gemacht. Und die einen von uns haben vielleicht einen Tag im Monat dann noch Zeit für Tags. Also das war wie noch so ferner liefen, obwohl wir es immer schon wichtig gefunden haben. Und jetzt kehren wir das Ganze eigentlich. Also wir bauen das Podcast-Portfolio aus. Dort geht ein grosser Teil von unseren Ressourcen rein und wir specken für das das Live-Programm ab und machen wirklich nur das, was uns ausmacht und was andere eben auch nicht machen. Um herauszufinden, was das ist, hat das Radioteam hart geschafft. Sie haben Marktanalysen und Umfragen gemacht, Personas entwickelt und viel diskutiert. Und am Schluss haben sie Themen definiert, die Live-Channel dafür stehen soll. Und dann haben wir so Päckchen geschnürt. Genau. Abendspäckchen. Und haben wieder unser Team drauf losgelassen. Genau. Und das alles dann schlussendlich mit dem Ziel, dass wir Pilot-Podcasts und Pilot-Live-Sendungen haben, die dann Ende Mai bereits schon in sogenannten Fokusgruppen getestet werden. Das sind Menschen, die von einer Werbeagentur rekrutiert worden sind, aufgrund von unserer Vorgabe. Die werden rekrutiert und konfrontiert mit diesen neuen Inhalten. Vier Gruppen, zwei Männer- und zwei Frauengruppen, diskutieren darüber, wie sie die Muster-Podcasts und Sendungen finden. Immer beobachtet von der Radioleitung im Nebenzimmer. Diskussionen sind gnadenlos ehrlich. Noch ist über Mut reden. Grosses Gefühl. Wenn ihr es jetzt braucht, so einen Podcast, sei eingestellt, aber es ist so. Also ich hätte noch ganz lange zugelassen. Zu langweilig vom Thema her. Also, dass man sich so oder so fühlt und wie man mit dem umgeht, ja. Du siehst, ich höre jetzt zu. So zwei, drei Minuten. Und dann ist schon ein Augenblick, oh mein Gott, hoffentlich haue ich jetzt nicht einfach drauf. Und zum Teil haben sie das eben gemacht, draufgehauen, ja. Am Anfang vor allem. Und dann, also bei mir ist dann immer, was kommt jetzt echt noch? Mhm.
Es ist alles, was gesagt wurde, ist okay gewesen, aber ich hatte einfach immer Angst gehabt, was nicht. Aber ganz ehrlich, es sind nicht zum Teil Sachen gekommen, die wir im Vorfeld schon besprochen haben und gesagt haben, dass dort ist noch immer eine Schwachstelle. Ja. Und genau das haben sie dingfest gemacht und haben auch gesagt, das ist eine Schwachstelle. Das finde ich eigentlich noch cool. Mit diesen Feedbacks geht es jetzt zurück an die Arbeit. Das Programm und der Podcast werden überarbeitet und manches auch ganz neu gemacht. Das alles, während dem rundum Abbruchstimmung herrscht. Die Herausforderung ist schon, ich merke, beides geht recht an die Substanz. Also es ist anstrengend, mit diesen vielen Ungewissheiten zu leben in Bezug auf unser Programm und immer zu wissen, wir haben dann offene Fragen, wir werden die klären, aber noch sind sie offen. Es ist auch anstrengend, weil es einfach sehr viel zu tun gibt, so ein beides. Und wenn dann als Zusatzbelastung noch kommt, ja, wir zügeln jetzt doch nicht erst übermorgen, sondern sofort. Gut, so solche Sachen. Oder jetzt ist es doch viel lauter, wie wir gemeint haben. Wie lösen wir denn jetzt das? Ah, Rahel, schon wieder. Ehrlich, wieso müssen wir immer da durchlaufen? Ja, es geht nicht anders. Alles andere im Umbau. Also so läuft es, wenn man am Moderieren ist im Studio und unsere lieben Leute vom Fernsehen oder vom Lab an einem Studio müssen, weil, mach mal die Türe dort hinten auf. Ja, da kommt man nicht weit. Umbau, alles zu. Ja, man muss sich vorstellen, das Studio ist eigentlich wie auf einer Insel. Rundum wird nicht gebackert, aber es wird wirklich Leitungen gezogen, es wird gemalt, der Boden ist geschliffen worden. Und unsere Redaktoren, Moderatoren laufen täglich, wenn die dort hin und her laufen, vom Eingang mit so blauen Überzugschüli dort rein, dass sie den Staub, der dort dann oft rum ist und der Dreck, dass sie den nicht ins Studio reinnehmen. Ich bin der Chefarzt und habe hier meine Chefarztschuhe an. Sie sind praktisch autark dort unten. Das ist so wie Adventure Radio. Nicht für schwache Nerven. Und die Klimaanlage wird erst nächste Woche in Betrieb genommen werden. Weil auch da ist eine Abhängigkeit mit den verschiedenen Arbeitern. Das heisst, im kleinen Studio haben wir gestern eine Temperatur hatte, Grössenordnung 27-28 Grad. Und dann kommt noch dazu, dass heute Morgen der Server ausgefallen ist vom Studio 2 und wir im Studio 1 auf Sendung sind. Bei mittlerweile ja, nur noch 25 Grad. Als ich oben war, waren es 28 Grad gewesen, weil wegen dem Umbau natürlich auch die Lüftung ausgestellt ist und die Klimaanlage ist auch vom Strom genommen. Wir wären nicht ehrlich, wenn man nicht sagen, im Moment ist das wirklich auch sehr anstrengend. Also das Team ist sicher sehr stark herausgefordert. Ja. Aber sie sind trotzdem noch hoch motiviert. Ja, das ist cool. Ja, zum Glück. Ich erlebe ein Team ohne Ärger und ohne, man könnte manchmal schon sich nerven, weil wieder ein Arbeitsplatz besetzt ist, ein provisorisch, den man sollte haben. Oder wie es wieder lärmt am Nachmittag, wenn es etwas fräset oder bohrt. Wie fühlt sich das so zu arbeiten? Hä? Hast du etwas gesagt? Ja! Manchmal hat es halt gebohrt und gelärmt. Und für ruhige Arbeiten bin ich dann ins Homeoffice gegangen, weil es dann da einfach zu laut war. Wir haben einmal sogar eine Musicloft absagen, weil das Studio gar nicht zugänglich war. Und haben dann improvisiert und sind ins Provisorium vom Radiostudio und haben dort noch einen Podcast aufgenommen. Wir sind recht gut durchgekommen. Wir sind uns ja eh gewöhnt, auch draußen mal zu drehen, auf Rekord zu sein. Durch die ganze Corona-Geschichte auch gewöhnt sein, mal im Homeoffice zu arbeiten. Und darum haben wir das, glaube ich, ganz gut können nehmen oder haben es können damit umgehen. Was sicher war, ist die Gefahr, dass man sich ein bisschen verliert. Auch unsere IT ist natürlich stark gefordert worden. Sie hat x Provisorien müssen aufstellen. Sie hat müssen gleichzeitig überlegen, mit den Handwerkern zusammen, wie wird es denn im Neubau sein. Hat aber auch müssen schauen, dass es eben an diesen provisorischen Arbeitsplätzen immer läuft. Und es hat sich aus verschiedenen Gründen noch ergeben, dass man zum Beispiel unsere ganze Datenbank mit allen Adressen und Spendendaten drin auf eine neue Plattform verschoben haben, respektive eine neue Software angeschafft haben. Und noch andere
Projekte, die gleichzeitig gelaufen sind. Während dem ganzen Umbau und während dem, dass so viele Projekte gelaufen sind, sonst haben wir auch noch das erste Musical of the Acoustic Festival gemacht, das aus der Musical of the entstanden ist und wir Schweizer Popmusik in Winterthur einen Abend lang gefeiert haben. Wir sind wirklich an Grenzen gekommen. Wahrscheinlich wäre es weiser gewesen, ein, zwei Projekte zu verschieben oder vorzuziehen und nicht alles miteinander zu machen. Das Team von ERF Medien hat während 6 Monaten Unglaubliches geleistet. Das wird auch an der ersten Mitarbeitendenversammlung im neuen Konferenzraum betont. Ich bin echt stolz auf unser echt agiles Team. Ein herzliches Dankeschön von meiner Seite. Es macht echt Spass so. Und ich habe fast Lust auf den nächsten Umbau. Ja, es ist wirklich ein bisschen schade in dem Sinn. Also so klein, es ist echt eine coole Zeit gewesen. Und ich sage jetzt «gewesen», weil es ist praktisch fertig. Ja. Ich beobachte auch die einzelnen Mitarbeiter mit viel Freude, sogar sehr viel Freude, da reingehen. Wie sie arbeiten, wie sie zusammenkommen in neuen Konstellationen, wo die Leute sich einen neuen Arbeitsort aussuchen, den sie vorher gar nicht gekannt haben. Und das macht mir extrem Freude, dass das, was wir so vor 3 Jahren vielleicht ja, grössenordnung angeplant haben, umgesetzt haben, jetzt wird das genutzt und es gibt einfach neue Resultate, die wir vorher nicht hatten. Da hat wirklich viel geändert. Niemand mehr hat sein eigenes Büro, seine Türen, die er zumachen kann, einfach so. Ja, man ist wirklich mitten drin. Das grosse Thema ist natürlich der Lärm, die Lautstärke, wie gehst du miteinander um, wo man vielleicht auch noch mal 1-2 Sachen mit definieren muss. Wenn jemand da zu lange etwas bespricht am Arbeitsplatz, kann ich jetzt sagen, du gehst bitte noch jemand anders stehen oder geht das nicht? Ja, es hat weniger Wände, es hat mehr Büroplätze, Pultplätze beieinander, aber es gibt auch Rückzugsmöglichkeiten, es gibt ein Fokusbüro, wo man nicht darf reden, wo man sich zurückziehen kann, man muss konzentrieren, es gibt so 2er- und 4er Kabinen, wo man vielleicht für ein vertrauliches Gespräch kann zurückziehen kann, es gibt Sitzungszimmer. Ich habe auch nicht so gewusst, was das mit mir macht, wenn ich dann mein eigenes Büro nicht mehr habe. Und ich kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, ich habe von dem Tag an, als ich das verlassen habe, das nicht einmal zurück gesehen. Ich freue mich so, einfach jeden Morgen in die offene Landschaft jetzt zu laufen, sehen, wer gerade so am Arbeiten ist und mitbekommen, wo der Schuh drückt bei den Leuten, wo sie dran sind, wo sie einen Erfolg feiern können. Ja, ich bin wirklich begeistert. Das Coolste finde ich wirklich die Stege, würde ich mal sagen. Dass man einfach wirklich einen kurzen Weg hat. Man sieht sich mehr, man kann gut austauschen miteinander. Ich glaube, es hat dann durchaus eine noch ein inspirierende Wirkung, wenn du mal siehst, was die anderen machen im Social-Media-Bereich oder was es sonst noch gibt, um zu sagen, hey, das können wir auch. Das Land ist jetzt da. Wir können jetzt wieder eingehen und uns so ausleben, wie wir das eigentlich gerne möchten. Aber wir müssen es machen. Man kann natürlich auch in offenen Büro, man kann immer noch so probieren, am Alten festzuhalten. Ich glaube, in 2-3 Jahren werden wir uns fragen, wie haben wir überhaupt früher noch arbeiten können. Ende gut, alles gut? Noch nicht ganz. Radio Live Channel hat am 4. September noch den grossen Wechsel zum neuen Programm. Heute ist der Tag X, wo wir als Team von Radio Live Channel hingefiebert haben und dem einen oder anderen etwa mal auch eine schlaflose Nacht beschert hat. Also ich glaube, wenn man heute Morgen Radio Live Channel eingeschaltet hat, haben wir gut miteinander hören, damit man auf den ersten Augenblick gemerkt hat, da ist vieles anders. Ich habe das jetzt gerade heute Morgen gedacht, wir sind heute Morgen mehr wie einmal live auch mit im Studio gewesen und dachte, ja, es ist immer noch unser Live Channel und eures Live Channel. Ja, und was natürlich halt sich auch fest geändert hat, ist eben all die Podcasts, die man jetzt hören kann. Also, und es gibt einfach wirklich jeden Tag einen neuen Podcast. Das ist eine riesige Veränderung zu vorne. Aber was mich total gefreut hat in dieser Zeit der letzten Wochen ist, wie mega motiviert das Team immer auch dran geblieben ist. Also man hat langsam aber sicher ein bisschen Müdigkeit gespürt. Bei uns übrigens auch. Ja, ja, klar. Und beim Team auch, das seit einem Jahr lang am Entwickeln ist. Und Zurückkehr fehlt eins, die Pilotfolge ist nicht gut, komm, mach nochmal eine und so weiter und so fort. Es ist ja nicht immer alles eitel Freude, aber die Motivation ist wirklich sehr hoch geblieben. Und das macht mich extrem dankbar. Alles klar. Alles neu da. Alles neu. Also auch im Haus jetzt außerhalb vom Radioteam habe ich das extrem schön gefunden, wie man gemerkt hat, das ganze Haus zieht an einem Strick.
Nein, hätte das nicht können machen, weil nur Radio Live Channel, das geht nur in so einem Medienhaus, wo so etwas zulässt und so viele Möglichkeiten schafft. Danke vielmals euch allen für die super Arbeit, die ihr da macht. Das Ganze hat ja zum Ziel, dass wir noch besser Gott und Welt berichten können. Und unseren Anspruch, dass alle erfahren, dass Gott eben alle Menschen gerne hat, dass wir dem alle noch ein bisschen näher kommen. Und da sind wir jetzt einen grossen Schritt für sich gekommen. Ich bin echt stolz auf unser Radioprogramm. Wir sagen, ja, machen wir jetzt auch ein bisschen Podcast? Nein, wir machen 12.